35 Jahre ist es bereits her, dass Mario das erste Mal aus dem Pilzkönigreich rausging und das geheimnisvolle Sarasaland erkundete. Und wir schauen uns heute nochmal genauer das an, wie das bei Super Mario Land damals aussah. Hallo und willkommen zu einem kleinen angezockt/durchgezockt. Mal schauen, wie wir uns so anstellen. Ich glaube, wir haben das Spiel beide schon häufig gespielt. Ich habe gute Hoffnung, dass wir das schaffen werden, das hier immer durchzuspielen. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass wir das nicht hinkriegen. Man ist da immer so, ich weiß noch, wie vollmundig ich hier saß, als ich zum ersten Mal gegen dich Mario Maker spielen musste, als ich nicht wusste, oder es war irgendein Mario, ich weiß es nicht mehr genau, ich wusste, wie gut du das kannst tatsächlich. Aber ja, da wir das heute hier zusammen machen und nicht gegeneinander spielen, wir spielen das erste Game Boy Super Mario. Es wird unglaubliche 35 Jahre alt. Am 21. April 89 ist es in Japan erschienen. In Deutschland und in Europa allgemein erst später, im September 90. Und ich weiß, dass ich das damals auch, ich habe, glaube ich, zu Weihnachten 90 einen Gameboy bekommen und das Spiel relativ bald dann auch. Und ich weiß nicht, wie das bei dir damals war in deiner Kindheit, so wenn die anderen einen Gameboy hatten, ob da auch jeder wirklich Super Mario Land hatte. Ich hatte das Gefühl, es war eines der meistverbreiteten Spiele, so neben Tetris, neben Kirby später oder auch, bei mir hatten auch viele F1-Race komischerweise, aber Mario Land war so ein Spiel, was wirklich jeder gespielt hat, der einen Gameboy hatte. Ja, total. Mario Land war das Spiel. Also Tetris kam natürlich mit der Konsole, dementsprechend hatte das jeder, aber Super Mario Land, also das war ja No-Brainer, das war Launch-Titel, Mario war da schon der bekannte Name. Das hat sich schon jeder gegönnt. Ich fand es auch toll tatsächlich, obwohl es ja in vielerlei Hinsicht ein bisschen anders ist. Du hast es ja im Cold Opener schon gesagt, es spielt ja in einer anderen Welt und auch viele Details am Spiel sind tatsächlich ein bisschen anders. War das erste Mario Jump'n'Run, was ganz ohne Miyamoto damals entstanden ist, der war da gar nicht involviert und dementsprechend hat sich das Team ein paar Freiheiten genommen und auch Sachen angepasst und auch bestimmte Verhaltensweisen im Spiel, also zum Beispiel, man springt auf so einen, auf eine Schildkröte und dann wird der Panzer zu einer Bombe, die dann noch explodiert und so, also Sachen, die man vorher und größtenteils auch nachher nie mehr wieder gesehen hat und das alles führte zu einem relativ eigenständigen, interessanten Jump'n'Run mit einem tollen Soundtrack irgendwie, der ist mir sehr gut im Gedächtnis geblieben. Und ich freue mich, dass wir beide das jetzt heute hier nochmal angehen werden. Du darfst gerne starten, Matthias, wenn du möchtest. Sehr gerne. Starten wir direkt rein. Und hören direkt den tollen Sound. Ja, du hast schon gesagt, Soundtrack ist Traum. Ich liebe Gameboy Soundchip ja sowieso. Ich liebe den auch. Deswegen, das ist, also wir hören es ja hoffentlich nachher noch. Mein Lieblingstrack ist auf jeden Fall der Abspann-Song. Oh ja, der ist so toll. Den habe ich, den habe ich damals wirklich, ich habe das Spiel durchgespielt und dann bestimmt den Gameboy so eine halbe Stunde neben mir liegen lassen, um nur diesen Soundtrack zu hören. Das ist wirklich ein wahnsinnig schöner Song. Ich habe den letztens erst, ich bin ja auch noch bei einem Retro-Spiele-Podcast namens Stay Forever, da haben wir ab und an so Musikfolgen, wo wir immer ein paar Stücke mitbringen und da hatte ich dieses Credit-Stück von Mario Land mitgebracht, weil ich wirklich finde, das hat sowas Mitreißendes einfach und so eine Aufbruchstimmung, die da entsteht mit diesen ganz einfachen Gameboy-Mitteln, also das ist wirklich toll. Freut euch darauf, wenn wir das hoffentlich hier durchschaffen werden, aber so wie ich Matthias hier schon sehe, in Level 1 oder in Welt 1-1 wird das, glaube ich, gelingen. Sternchen gibt es natürlich hier auch für Unverwundbarkeit. Nur mit anderer Musik. Mit anderer Musik. Jetzt bist du tatsächlich gleich schon... Stark. Wenn man die Münzen will. Wichtig, die drei Münzen mitzunehmen. Das ist ganz wichtig. Wobei die Münzen hier ja gar nicht so... Also klar, die geben dir auch ein extra Leben, aber es gibt hier natürlich andere Wege, um an Leben zu kommen, was wir vielleicht jetzt gleich auch sehen werden. Auch das hier ein bisschen individuelles Merkmal des Spiels. Ihr seht unten rechts diesen Ausgang, das ist der Standardausgang. Wenn Matthias es aber schafft jetzt, wovon ich ausgehe... den Ausgang oben zu erreichen, kommen wir in eine Bonuszone, in der wir uns idealerweise extra Leben verdienen. Ganz wichtiges Swagstrat, auf jeden Fall immer so springen, dass man außerhalb des Bildschirms endet. Okay. Ah, verdammt. Warum macht man das? Swagstrat einfach nur. Das war für mich immer, ich will aus dem Bild raus. Ich finde es immer cool, wenn es gestoppt ist. Mario gar nicht zu sehen war. Und dann kommt dieses tolle Special Game. Hast du da irgendeinen Trick, wie man immer die drei bekommt? Ich hab's nie rausgekriegt, wie man es hinkriegt. Weil manchmal willst du ja auch die Blume oder so, aber es ist so random. Nehmen wir die drei Leben mit, guck mal. Drei Leben ist gut. Oh ja. Alright, ich probiere mal Level 1.2. Oh. Okay. Da sind wir wieder. Jetzt muss ich mal kurz die Tastenbelegung nochmal checken. Okay, hier unten sind unsere beiden Gameboy-Tasten. Hier die Blume, die uns aber keinen Feuerball gibt. Also das sieht nicht nur anders aus, das ist auch in der...
in der Story des Spiels gar kein Feuerball, sondern ein Superball. Richtig. Das hier. Der auch erst wieder in Super Mario Maker 2 dann wieder kam. Ja, das hat eine ganze Weile gedauert. Aber ist natürlich schon ein bisschen ähnlich zu den Feuerblumen. Ja, bloß, dass du nur einen Schuss auf dem Bildschirm haben kannst, was manchmal echt tricky ist, wenn der Schuss irgendwie woanders hingeht und man nachschießen möchte. Und der prallt halt so schön ab. Das heißt, da kannst du auch schön einfach nach oben schießen. Oh ja, du hast recht. Dadurch. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Das sind so die Feinheiten, an die man dann nicht mehr denkt. Ja, also den Anfang habe ich sehr oft gespielt. Ich habe damals echt Probleme gehabt. Also das wird ja auch recht tricky, was auch ein bisschen mit an der Steuerung liegt. Aber den Anfang habe ich sehr, sehr viel sehr oft gespielt. Was? Wie meinst du das mit der Steuerung? Findest du die Steuerung nicht so gelungen? Ich finde so das Sprungfall, also ich habe es vor kurzem nochmal gespielt und habe festgestellt, dass ich mir das Leben damals wesentlich schwieriger gemacht habe, indem ich immer den Rennknopf gedrückt halte. Das mache ich auch tatsächlich die ganze das, Zeit. Das macht man das in nicht? Der Tat, ich finde, es macht es echt schwieriger. Aber es beeinflusst doch die Sprungweite in der Regel, oder? Wie ist richtig, aber in den meisten Fällen brauchst du es halt nicht unbedingt so. Und gerade bei so präziseren Alter. Sprüngen ist es manchmal einfacher, dann nicht den Knopf zu drücken. Puh, sehr gut. Das wäre peinlich geworden jetzt. Achso, die Bonuszone muss ich natürlich die da machen. Die darfst du noch. Okay, die Blume wäre jetzt schlecht. Das ist der einzig schlechte Ausgang, den man potenziell bekommen kann, weil ich habe die Blume ja schon. Achso, okay. Mhm. Naja, zwei. Das ist auch ganz schön. Es ist wichtig, sich am Anfang ein bisschen Polster aufzubauen, weil du hast es eben schon gesagt, das Spiel wird ein bisschen kniffliger dann. Jetzt sind wir schon im Ägypten-Setting von Welt 1.3 angekommen. Das heißt, das große Secret direkt am Anfang. Oh, wow. Das habe ich auch nicht mehr parat. Ah, verdammt. So kommt man natürlich nach oben. Hättest du jetzt da hochfahren können? Genau, dann kann man da oben langlaufen, weil du fragst dich natürlich, wie komme ich denn da oben hin mit den ganzen Münzen, die da sind? So kommt man Ach, stark, das wusste ich nicht mehr. Und hier kommt jetzt auch gleich der erste Boss, weil die Welten haben hier tatsächlich nur 3 Level, so wie das Spiel generell auch nicht viele Welten und Level hat. Also 12 sind es an der Zahl und dann noch ein finalen Endgegner. Aber war natürlich, also ich fand es auch damals okay. Ich habe nie gedacht, das Spiel ist irgendwie zu kurz oder so. Es hat ja auch keine Speicherfunktion. Das hatten ja viele der ersten Gameboy-Spiele nicht. Und du solltest es halt mal eben irgendwie auf einer Autofahrt oder so spielen können. Und dann ist hier der zweite. Oh, wow, du hast das ja alle. Hast du das nochmal nachgeguckt vorher? Oder hattest du das noch parat? Das ist Muscle Memory. Das habe ich so im Kopf. Stark. Bei Ihnen muss man ja in diese Röhre rankommen. Dann schön. Na? Wusstest du, guck mal, dass man, wenn man sich duckt, höher springt? Das wusste ich erst, glaube ich, nachdem ich später mal Mario Bros. 2 gespielt hatte, wo das ja auch bei einigen Charakteren so war. Oder war es bei allen sogar so? Ich bei weiß Mario Bros. 2 war es bei allen, da musst du es allerdings aufladen. Also da musst du dann erst warten, bis du dann die Kraft hast. Hier kannst du direkt... Was hier wohl die Erklärung dafür ist, dass man dann höher springt, wenn man sich duckt? Keine Ahnung, aber ich habe es als Kind irgendwie schon mal rausgefunden. Ist da noch was? So alles Mögliche. Nö. Weil du die Blöcke jetzt nicht so schnell hast. Ja, das ist so, es ist ein bisschen OCD. Okay. Was machst du mit den anderen jetzt? Müssen wir jetzt nach vorne anfangen? Ja, das ist schon anfangen? Schlimm genug. Ich muss eigentlich komplett neu starten und okay, dann wir brechen wir mal kurz die Aufnahme ab. Kleiner Scherz. Nein. Aber als Kind bin ich da durch und dann ging es ganz, wie kriege ich das Maximum raus, alle Münzen einsammeln und so weiter. Und ja, die Münzen bringen nur extra Leben, aber ich mag irgendwie, wie inflationär sie in diesem Spiel eingesetzt werden, weil man echt so diese Massen hat. Und teilweise gibt es ja, hier ist übrigens noch eine Blume versteckt. Wie soll es aus? Sollen wir beim Löwen vorbeihüpfen oder soll ich erschießen? Habe ich auch gerade schon überlegt. Das ist nämlich ein, du kannst die Gegner mit Projektilen abschießen, du kannst aber auch in vielen Fällen über die Bosse einfach drüber springen, was gar nicht so schwer ist tatsächlich. Aber Matthias besiegt ihn fair and square. Und jetzt kommt eine Premiere, oder? Prinzessin Daisy taucht hier, glaube ich, zum ersten Mal als Love Interest von Mario auf, bevor sie später ein wiederkehrender Charakter im Nintendo-Universum wird. Und ich glaube, damals war man so, wo ist denn Peach abgeblieben? Ja. Aber der Clou ist, es ist ja gar nicht Daisy hier. Aber hast du dich da damals schon gefragt? Weil für mich war das nur so, noch eine Prinzessin. Ja, stimmt. Das war mir wahrscheinlich damals gar nicht so präsent. Ich glaube, die Prinzessin Peach kannte ich noch nur als Prinzessin Toadstool damals. War ja, glaube ich, ihr Name bei uns. Und zwei. Sehr Guck schön. Mal. Damit lässt sich arbeiten. Okay, wir sind in Welt 2.1 angekommen. Auch alles super weirdes Setting für ein Mario-Spiel, zumindest zur damaligen Zeit. Bis heute nicht, warum Mario da aus einem UFO aussteigt. Ja, weiß man alles nicht so genau. Vielleicht ist es auch ein U-Boot. Aber es ist doch in der Luft. Was ich an dem Spiel schwierig finde, sind diese horizontal sich bewegenden Plattformen, weil man oft nicht so genau weiß, wo ist denn der ein Turning Point. Korrekt. Und das meine ich auch mit dem Sprungverhalten. Das sind so, da gibt's echt tricky Sprungpassagen. Dann auch, dass du, wenn du runterfällst, wesentlich schneller fällst. Also dieses
das haben sie ja bei Super Mario World dann besser eingeführt, dass wenn du den Sprungknopf gedrückt hast, du langsamer fällst und so. Hier ist, wenn du dann zu fallen anfängst, fällst du auch sehr, sehr schnell. Und da ist manchmal ein bisschen, da gibt es eine Stelle, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Da bin ich als Kind so oft dran verzweifelt. Ich bin als Kind oft daran verzweifelt, irgendwas auf diesem Gameboy-Display zu erkennen, je nachdem, wo man mit dem Gameboy gerade war. Und das Problem haben wir jetzt hier nicht so, weil wir spielen hier natürlich auf einem großen Fernseher. Aber damals, das Gameboy-Display war klein, schlecht zu erkennen. Und das Mario-Sprite auf diesem Display natürlich auch super klein. Ja. Das haben sie gemacht, damit sie überhaupt Mario quasi machen konnten auf dem Gameboy. Weil du sollst ja auch was von der Umgebung sehen und nicht nur sehr reingezoomt auf den Mario gucken. Aber damals war es schon ungewohnt, wenn man eben schon die größeren Mario-Figuren aus den NES-Spielen gewöhnt war zu der Zeit. Ich finde auch, es ist ein sehr einzigartiges Spiel. Tut mir leid. Ah, dieses fiese Geräusch. Das ist echt gemein. Aber ich finde es lustig, wenn man überlegt, dass davor halt ein Super Mario Bros. 3 war. Ja. Dann das hier kommt, was ja im Umfang sehr viel kleiner ist und irgendwie dann doch vom Maßstab her nochmal sowas ganz Eigenes. Ja, es ist. Also, und danach kommt ein Super Mario World. Stimmt. Also, es ist schon sehr ungewöhnlich. Es ist natürlich, wenn man das jetzt objektiv betrachtet, auch bei weitem nicht so ein ambitioniertes und auch nicht so ein gutes Spiel wie Mario Bros. 3. Da ist viel weniger drin. Ganz kurz an dieser Stelle. Ja. Kommt jetzt wieder ein Geheimnis? Wow! Wusste ich auch nicht mehr. Es ist gut, dass du hier dabei bist. Die ganzen Geheimnisse, das wäre euch mit mir alleine heute alles verwehrt geblieben. Weil hier fragt man sich nämlich, wie kommt man hier an die Münzen ran? Ne? Also hier sollst du natürlich nur runter, wenn du klein bist. Ja. Deswegen. Stark. Ja, aber wir prügeln uns jetzt nicht hier komplett durch. Das kann man wieder aufgehen. Ja, übrigens das Spiel erfunden, was heißt erfunden, also Producer war ja, wie gesagt, nicht Miyamoto, sondern der Erfinder des Digipads und der Erfinder des Gameboys selber, Gunpei Yokoi. Ja, stimmt. Und für alle Game 2 300 Zuschauer und Hörer muss natürlich gesagt werden, Digipad erfunden von Gunpei Yokoi. Das ist, wird bei uns in der Redaktion so ziemlich einmal pro Woche gesagt. Ernsthaft? Ja, es ist so diese tolle Formulierung und Trant hat das ja auch so toll rübergebracht. Das Digipad erfunden von Gunpei Yokoi. Es hat so einen geilen Flow zu. Oh, noch ein extra Leben. Nehmen wir alles mit. Hast du damals schon einen Gameboy gehabt, so als er rauskam oder noch relativ neu war oder erst viele Jahre später? Dann? In der Tat, den ersten grauen Knochen habe ich bekommen, zusammen mit meiner Schwester gleichzeitig, zusammen mit Tetris und dann, ich glaube sogar direkt Super Mario Land. Stark. Als es rauskam? Ich weiß nicht genau, wann er rauskam und wann ich ihn genau bekommen habe. Ich habe ihn irgendwann zu Ostern bekommen, das weiß ich noch, weil ich habe in meinem Wohnzimmer, wurde meine Mutter den versteckt und dann habe ich ihn irgendwo gefunden. Aber ich weiß ja nicht, wann der Gameboy genau an welchem Datum der rauskam zu der September Zeit. September kam der raus, September 90. Ja gut, dann werde ich ihn wahrscheinlich ein halbes Jahr später bekommen. Ja, ich wusste, ich habe jetzt extra so höflich und offen gefragt, weil ich dir nicht unterstellen wollte, dass du auch so alt bist. dass das sein kann, die meisten oder viele Leute hier ist es ja auch so, dass sie sagen, ich habe ja erst mit dem Nintendo GameCube angefangen zu spielen. Oh, ja, also solche Leute gibt's auch, aber nee, in der Tat. Kind der 80er. Du musst übrigens nicht triggern, ne? Du kannst den einen Knopf gedrückt halten. Das stimmt leider nicht. Doch. Den einen, nicht den anderen. Oh, du hast recht. Wieso ist das denn so? Mann, was ich hier noch alles über das Spiel gerade lerne. Aber das ist auch definitiv mein Lieblingslevel. Also ich habe da... der ist toll, ja, ich mag das auch. Da, bis ich da, das war immer die Belohnung, weil danach wird es dann wirklich schwierig. Da habe ich als Kind dann schon mehr gestruggelt. Auch aber eine tolle Musik auf jeden Fall hier. Und hier fallen irgendwo Sachen raus, das weiß ich noch. Aber muss man natürlich auch... Ja, meistens ist es der untere von der Lücke. Also wenn du da die oberste Reihe quasi wegmachst, dann kommt da gerne mal was raus. Da ist ein extra Leben versteckt. Die unterste. Also wenn da ist immer eine Lücke frei. Ja. Und dann direkt die Felsenreihe da drunter. Ah, okay. Da ist auf jeden Fall gleich noch ein extra Leben, glaube ich, versteckt. Das hier muss man natürlich alle einsammeln. Ja, aber ich schaff's jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht. Nur damit du sauer bist, schaffe ich es auch nicht. Lass ich extra eins übrig. Nein, wirklich. Du hast wirklich die eine übrig gelassen. Wie der Boss heißt hier? Oh, der hat einen ganz komischen Namen. Ich weiß es nämlich leider auch nicht mehr. Ich weiß nur, Tatanga ist der letzte Boss. Tatanga ist der letzte, genau. Okay. Mann, die Bosse sind echt leicht. Das hatte ich ein bisschen schwieriger in Erinnerung. Der nächste ist ein bisschen trickier. Okay. Also den nächsten, hast du noch einen Bonus-Level. Ah ja, stimmt.
Der nächste ist in der Tat, weil den kannst du ja, also mal gucken, ob wir mit einer Power, mit einem Superball, heißt die Blume, mit einem Superball da hinkommen. Weil dann kann man ihn ja schießen, aber ansonsten musst du halt mit diesem Felsen drüber. Und das ist manchmal stimmt. ein bisschen, na, da habe ich als Kind auf jeden Fall sehr gestruggelt. Ihn hätte ich auch quasi einfach umschwimmen können jetzt, ne? Ja, ja, einfach unten durch, dran vorbei. Weil ja auch gar nichts macht und einfach fassungslos dasteht. Ich meine, was denkst du da auch, wenn du irgendwie einer Prinzessin gegenüberstehst und dann ist plötzlich ein Oktopus? Gott. Yeah. Ja, es ist aber... Naja. Ja, und plötzlich sind wir bei den Osterinseln. Ja, wir haben die Hälfte des Spiels quasi schon hinter uns, aber wie du hast schon gesagt, die leichtere Hälfte auf jeden Fall. Osterinseln auch super weird so als Setting. Wie auch immer. Dass du die Blume einfach immer liegen lässt, die gibt 1000 Punkte, ne? Ach so, dann gehen wir auf Punktejagd hier. Nein, aber das wäre was ich dann nicht liegen lassen würde. Auch wenn das noch sinnloser ist als die Münzen. Also das Punkte habe ich als Kind nie, das waren immer so große Zahlen und so, deswegen das habe ich nicht so. Weil Münzen immer. Wurscht. Lustige Sache hier, diese, ich bleib mal gleich bei einer stehen. Hier sind die sind zum ersten Mal hier. Mhm. Also erstmal bei denen war immer ganz lustig stehen bleiben. Und zwar an dem Punkt, wo sie sich dann selber umbringen. Ja, was soll das eigentlich sein? Tomata-Pfahle irgendwie habe ich sie mit genannt. Flügeln, ne? Mit Flügeln, ja. Mhm. Aber... Aha, da springt er drüber, okay. Diese hier, ne? Das sind ja für uns jetzt ganz klar Kanonen, ja. Die diese Bullet Bills schicken. Für mich waren das Katzen damals und Fische. Ich dachte immer, das sind Katzen, weil so schwarz rausgucken? Auf dem kleinen Display vom Gameboy war das halt so eine schwarze Katze, die da so spitze Ohren hat. Ja, und ja, so. Stimmt. Wenn ich jetzt da auf den kleinen Bildschirm gucke, der hier weiter weg steht, das stimmt schon. Und das noch so ein bisschen in grün? Das große macht es aber relativ offensichtlich. Ja, da sieht man es jetzt natürlich, klar. So. Und aber für mich war das war Katzen, die mit Fischen schießen, weil Katzen haben natürlich was mit Fischen zu tun. Ja, die haben Vorrat an Fischen auch da. No? Also ganz klar. Ja. Die halten einiges aus. Würdest du sagen, es ist dein Lieblings-Mario Land vom Game Boy? Oder haben die späteren besser gefallen? Ja, definitiv. Also für mich wahrscheinlich. Das zweite ist mein Mario Land. So. Also das hier habe ich sehr viel gespielt, bis dann 6 Golden Coins kam. Mhm. Aber ich habe das ist auch so eine beliebte 30 Sekunden Überantwort von mir. 6 Golden Coins hat mich so zum Gamer gemacht. Mhm. Weil das habe ich rauf und runter gespielt. Ja, und dann auch im Easy Mode nochmal und alle möglichen. Das ist wirklich ein tolles Spiel einfach. Ja, falsche Richtung. Und wie stehst du zu Mario Land 3, dem Wario Land? Mochte ich auch sehr gerne. Habe ich sehr viel durchgespielt. Das habe ich leider aber nie selber besessen. Ah. Ach, verdammt. Oh, gut, dass mir das nicht passiert ist. Naja, passiert schon mal. Ich war jetzt gerade abgelenkt. Ich habe bestimmt, ich quatsche auch die ganze Zeit voll. Nein, alles gut. Nee, Wario Land mag ich auch sehr, sehr gerne. Alter. Da habe ich auch irgendwie versucht, alle möglichen... das habe ich zu 100% auch durchgespielt, weil ich da wissen wollte, nachher das Schloss zu bekommen und so weiter. Deswegen Mario Land 3 auch sehr, sehr gut. Die wurden eigentlich immer besser. Und ich fand, die wurden lange Zeit ja auch sträflichst vernachlässigt von Nintendo. Stimmt. Wo alle möglichen geremake wurden und spielbar waren und so. What? Ja, diese Steine haben so eine blöde Hitbox manchmal. Okay. Ja, ich habe ein bisschen dann später, aber bei den Wario Land war ja deine eigene Serie. Da habe ich etwas den Zugang dann zu verloren, weil ich auch nie so die ganze Game Boy Color-Ära ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Da hatte ich nicht so ein Interesse am Game Boy, bin erst mit dem Advance wieder eingestiegen. Und deswegen kenne ich die späteren Wario Lands dann nicht so. Ich fand auch, als es dann irgendwie für die Switch hieß, okay, wir haben jetzt Game Boy-Spiele da und Wario Land ist da, dachte ich so, ah, oh, super, Wario Land. Und dann war es halt das erste Wario Land und halt nicht Super Mario Land 3. Mhm. Und ich war sehr enttäuscht, weil es sich halt so ganz anders spielt und doch so ein komplett anderes Spiel ist. Stark. Aber war nicht Super Mario Land 3 das erste Wario Land und danach ging es mit Wario Land 2 weiter oder werfen wir das jetzt durcheinander? Also das erste hieß Wario Land Super Mario Land 3 auf jeden Fall. Ich meine, dass danach kam, hieß auch nochmal nur Wario Land, aber... Also ich weiß dann erst wieder, dass es auf dem GBA gab es, glaube ich, Wario Land 4 dann oder so. Ja, 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 da wurde es dann sehr wild. Aber die habe ich alle nicht gespielt. Okay, 3, 2. Ah, jetzt kommen diese ekligen Spinnen. Kann man da drauf springen? Ja, da kann man drauf hüpfen, ja.
Gibt es hier wieder irgendwelche Blöcke, die einen nach oben fahren? Hier gibt es auf jeden Fall Blöcke, die nach oben fahren. Ich kann mich an einen erinnern. Aber auch, also da muss man auf jeden Fall groß für sein auch wieder. Okay. Aber es gibt hier auf jeden Fall ein, zwei Stellen, die ich auch nicht gefunden habe. Also da, wenn ich bis hierhin gespielt habe, war ich schon heilfroh, dass ich es überhaupt dahin geschafft habe. Deswegen, da ist, hier habe ich auf jeden Fall nicht alle Geheimnisse entdeckt. Ist es hier eigentlich auch so, dass die Pflanzen nicht rauskommen aus den Röhren, wenn man draufsteht? Ja. Ja. Sogar wenn man neben der Röhre steht, kommen sie nicht raus. Tatsächlich gerade die Spinne einfach nicht gesehen da an der Ecke. Da oben, ja. Wenn ich hier stehe, müsste sie eigentlich drinnen bleiben. Ja. Ah. Ist das bei anderen Marios auch so, wenn man daneben steht? Bei Bros auf jeden Fall auch. Okay. Ich meine, hier unter einem dieser Steine ist quasi der Aufzug für da oben. Mhm. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Spinnen hier. Aber hier, weißt du, hier finde ich es einfacher, wenn man Rennen nicht gedrückt hat. Ja, stimmt. Das macht es schon ein bisschen präziser. Dieser Sprung hat mich als Kind, der hat mich, also so auf einen Teil da und dann kommt direkt was von oben. Hier habe ich sehr viel Tränen gelassen. Ist auch krass, dass man dafür dann immer 4 Batterien in den Gameboy gesteckt hat, um wieder ein paar Stunden Mario zu spielen. Wobei die Laufzeit war echt gar nicht so schlimm. Ja, stimmt, der Gameboy war schon echt vollkommen. Das war nicht so das großes Problem beim Gameboy. Ich hatte später dann mal ein Game Gear vom Flohmarkt. Ja. Da habe ich echt gestaunt, wie der die Batterien einfach weggefressen hat. Der hat 6 gebraucht. Ja, und die haben nicht mal lang gehalten. Ja. Gute Spiele gab es auch nicht so richtig. Also doch, overall gibt es schon in der Rückschau auch gute Game Gear-Spiele. Auf jeden Fall. Aber ich hatte die wahrscheinlich einfach nur nicht. Und war der Game Gear echt stark. Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Aber das war ja eine bewusste Entscheidung wohl von Gunpei Yokoi, auch da auf Schwarz-Weiß oder Grün-Schwarz zu gehen. Für längere Batterielaufzeit. Also sie hätten quasi ein Farbdisplay machen können, aber dachten sich, naja, dann halten die Batterie nicht so lange. Das war absolut richtig, was sie da gemacht haben. Korrekt. So, hier wird es jetzt wirklich schon schwieriger, die Bonuszone zu erreichen, aber Matthias schafft das, ich sehe das. Und er wird noch aus dem Bildschirm raushüpfen, stark. Ah, die Füße sind zu peinlich, peinlich! Dann bist du bereit für Welt 3-3. Na klar. Ein extra Schuss. Du kannst nicht schießen. Du bist nur groß. Das heißt, beim Boss drüber springen dann. Oh Gott. Das ist genau das, was ich eben sagte. Du denkst, das Ding fährt. Ich muss es einfach einmal angucken vorher. Die sind auch vor allen Dingen halt unterschiedlich lang. Das heißt, bei denen macht es wirklich Sinn, teilweise zu warten, dass die einen besseren Rhythmus hinkriegen oder so. Ja, in dem Level ist auf jeden Fall auch meine Hassszene, wo ich finde, dieses runterfallen lassen ist Pain. Ich hab schon springen gedrückt, aber es ging leider nicht. Ich wollte da nicht so doof runterrutschen. Das hab ich mir gedacht. Oh. Okay, gut. Okay. Da gehen die Leben dahin. Naja, das schaffen wir schon. Ja. Wir sind jetzt beide, glaube ich, gerade nicht sicher, ob es Continues gäbe. Ist hier ein Sternchen irgendwie drin? Ein extra Leben. Auch komisch, dass es hier Herzen sind. Ja, ich meine, die Pilze waren natürlich etabliert, aber bei den Farben konntest du halt einen Pilz nicht von einem extra neben Pilz unterscheiden, also mussten sie was einfallen lassen. Das war sehr stumpf. Ist mir auch gerade nochmal aufgefallen, ist bei den Blöcken unten, die ich eigentlich noch sammeln wollte, man konnte hier ja auch noch nicht zurückgehen. Also alles, du rennst immer nach rechts und was du einmal hinter dir gelassen hast, kannst du nicht mehr aufsuchen. Also wieder back to Ross. Ja, schon kniffliges Timing hier. Drauf. Ja, boah, come on. Ist gar nicht so schwierig in Erinnerung. Solange wir da immer das extra Leben einsammeln, ist ja auch okay. Okay, das bleibt bis da, alles klar.
Das war jetzt besser gespawnt. Oh. Muss ich die da hinten holen jetzt? Muss ich das wichtig? Münzen. Kannst aber ganz links am Rand hochspringen. Eventuell ist da noch ein Pilz versteckt. Ja, okay. Leider nicht. Und diese Stelle, das ist, die hat mich als Kind, das war, weil man da so schnell runterfällt. Okay, das Ding fährt bis da. Oh, sehr gut. Kommt der jetzt schon? Nee, kommt noch ein paar Gegner. Achso, dauert noch. Okay. Jetzt kurz und schmerzlos. Stark, stark, stark. Bisschen knapp. Kurz gesagt, ich schaff's nicht. Ja, aber so macht man's. So macht man's. Im Zweifel hättest du da, waren ja auch groß, hättest du auch durch Damage boosten können. Das stimmt. Ich dachte eigentlich, dass es darauf auch hinausläuft jetzt. Und jetzt kommen wir in mein absolutes Hasslevel. Ich muss gerade nochmal, ich hab's jetzt gerade nicht präsent tatsächlich. Es wird für mich eine kleine Überraschung. Ich weiß das letzte Level wieder, wie das aussieht. Ja. Aber es auch wieder ein bisschen besonders ist, so ähnlich wie das U-Boot-Level. Aber wie es jetzt hier weitergeht mit 4-1, weiß ich gerade gar nicht. Oh yeah. Stark. Stark. Okay, letzte Welt. Ja. Ah, schon das war das. Ah, jetzt nochmal mit so Ninja-Gegnern, ne? Die Zombie-Chinesen, habe ich sie genannt. Sind es Zombies? Naja, sie stehen immer wieder auf. Du kannst sie quasi nicht töten. Ja, Mario tötet aber auch das niemanden, ist, ne? Das, ja, das ist ja, gut. Die fallen nur in Ohnmacht. Ja, aber die hier fallen, ich meine, guckst du dir an und sie hören nicht auf, indem du drauf hüpfst, dann bleiben sie kurz so. Und dann stehen sie wieder auf. Hm. Das hat mich fertig gemacht als Kind. Auch ganz ohne Indikation, also nicht mal, dass sie vorne mal wackeln oder so. Nee, die stehen einfach stehen sie wieder. Und das war diese Panik, die ich da, weil du willst ja langsam vor, bis du dich hierhin durchgekämpft hast, zu Welt 4-1. Und dann sind da, ich will doch nur langsam vorwärts und dann hören die nicht auf. Das ist eine Welt, da hätte ich jetzt gar nicht die Musik präsent gehabt, so. Das ist nicht das beste Musikstück des Spiels. Nee, das stimmt. Immer noch so ein bisschen Anxiety, wenn es um die geht. Boah, Pro-Move ist übrigens. Jetzt hat der Controller-Input nicht funktioniert. Oh Gott. Die einzige Hoffnung, die man hat, ist, dass sie irgendwie in den Abgrund hüpfen. Mhm. Und wenn man es richtig drauf hat, ich probiere es jetzt, wird mich total blamieren. Jetzt fällt er rein. Schon. Ansonsten, wenn sie manchmal hüpfen sie auch drüber, um dann einfach auf den Kopf zu hüpfen, wenn sie gerade drüber sind, schlau, dann fallen sie da rein. Wie man nach da oben kommt, weiß ich nicht. Also sonst, aber das sind doch so Blöcke, weißt du? Stimmt. Aber hier war ich halt, hier habe ich nicht so viel Zeit verbracht als Kind, dass ich da wirklich alle Geheimnisse rausgesucht hätte in den Leveln. Ach, na toll. Das schaffst du trotzdem. Wenn der Goomba mir da nicht einen Strich durch die Richtung macht. Also hier muss man das Spiel dann schon verstanden haben bis zu dem Punkt, sonst wird es hier sehr schwierig tatsächlich. Bleib da. Und jetzt kommen hier drei von denen gleich. Da keine Blume oben drin? Oh. Naja. Oh, das wusstest du, oder? Das wusste ich. Schade, aber kommt bestimmt nochmal ein Pilz gleich. Na, jetzt kommen wir jetzt bei diese drei. Die hüpfen noch alle direkt in den Abgrund. Ja, Gott sei Dank, ey. Und tschüss. Komm, doch nicht.
Oh, wir sind unter 100 Sekunden. Oh. Ah, stark. Jetzt sogar die Blume gut. Vorletztes Level steht an. Und bei 20 Leben angekommen. Ich glaube, wir schaffen das. Das soll wahrscheinlich. Was ist denn los? Was ist denn los? Jemand hat die Bohnen eingefroren. Nein! Steinhart! Diese Schweine! Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da! Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Aber das ist auch das härteste Level. Wirklich? Also ich finde, also allein von der Reihenfolge natürlich her. Also hier gibt es schon so ein paar... sagen wir so, es hängt ein bisschen davon ab, was du schwierig empfindest in dem Spiel. Vom Plattforming her ist es nicht die schwerste, aber hier sind schon ein paar fiese Gegner und so. Interessant, dass diese feuerspuckenden Pflanzen und auch hier die Schlangen, die werden wirklich nur für das Level eingeführt. Ja. Aber gut, ist bei den Hüpfern eben, die mal wieder aufstehen, ja auch so, fällt mir gerade auf. Sind schon ein paar sehr individuelle Gegner. Also irgendwie wäre ich ja auch hier vorher jetzt schon nach oben gekommen, ne? Kommt der Gegner jetzt nochmal wieder, obwohl er aus dem Bild ist? Nee, der ist weg. Schade. Schade. Nee, was links aus dem Bild ist, ist für immer verloren. Oh. Hättest du auch stehen bleiben können. Oh, das wollte ich so nicht machen, aber ist okay. Ach stimmt, das kommt ja auch nochmal, diese Feuer... Mhm. Schade. Oh ja, aber das... Ach Gott. Kindheitserinnerung. Oh. Gut. Und jetzt warten. Ach Gott. Der Sprung hat nicht geklappt. Ich hab gedrückt, aber es ging nicht. Sieht dann richtig schön dumm aus. Ich glaube, es ist wieder sowas mit... Oh Gott. Zu viele Knöpfe gedrückt und dann frisst er den Input. Stark. Ach, dieses Liegenbleiben und dann erst gehen. Mhm. Ich habe danach nie wieder gesehen. Guck mal, jetzt kriegst du das U-Boot-Level und das Flugzeug-Level. Oh, wie schön. Habe ich natürlich absichtlich so vorbereitet. Natürlich, ne? Deswegen. Aber die machen einfach auch Spaß. Ich weiß nicht, warum sie die später nicht mehr so aufgegriffen haben, diese Arten von Leveln. Ja, so Genrewechsel hast du bei Mario, ja, wenn dann irgendwie in einzelnen Spielen verwurstet. Dann, stimmt. Ne? Und Mario Shoot'em Up als eigenes Spiel. Hm. Warum nicht? Ja, warum nicht, ja. Es ist ja auch wieder so, dass ich den einen gedrückt halten kann. Ja, es können halt nicht mehr als 3 Schuss auf dem Bildschirm sein, aber ansonsten... Ah, stimmt. Fühlen sich fast ein bisschen wie so Bonusabschnitte an, weil sie wirklich im Vergleich zu den späteren Jump'n'Run-Leveln dann nicht so anspruchsvoll sind. Mhm. Es ist auch letztendlich irgendwie so ein komisches Ende. Weil es, wie du schon sagst, fühlt sich an wie so ein bisschen Bonus oder Extra-Level. Aber es ist halt das letzte Level. Dass der letzte Gegner in einem Mario-Spiel dann ein Shoot'em-Up-Gegner ist, ist dann so... Also es war immer schon so ein bisschen komisch. Aber es ist wirklich gut gemacht. Für einen Gameboy-Starttitel, es gab, also der Gameboy ist ja technisch echt keine gute Plattform. Es gab später Shoot'em-Ups auf dem Gameboy, die technisch nicht so gut waren wie das hier. Ich hab, wie hieß es? Parodius? Ja, Parodius habe ich sehr viel gespielt auf dem Gameboy. Das war ganz gut. Wobei ich da auch nie durchgestiegen bin, da gab es dann irgendwie Levelauswahl und dann, welches Level ich jetzt genau auswähle, verschiedene Enden gefühlt. Also das war auch sehr gut. Ich glaube, das Schwierigste an dem Level hier ist noch dieses, dass du dann auch irgendwo stecken bleiben kannst, gleich wenn du dich nicht schnell genug weiter bewegst. Mhm. Du musst gleich schön vorne sein. Aber
Ach, so schön, wenn man durch diese Münzenmassen fliegt, ne? Das ist echt befriedigend. Ja, das ist sehr schön. Guck mal, 24 Leben, nicht schlecht. Herrlich. Ja, aber das ziehst du ja jetzt durch, oder? Na klar. Ich find's auch süß, dass er so einen Helm auf hat, oder was immer das sein soll. Safety first. Glaubst du, das ist eine verkleinerte Version von dem Luftschiff-Sprite von den Mario Bros. 3 Spielen? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Habe ich, denke ich gerade auch zum allerersten Mal. Das ist wahrscheinlich auch kompletter Quatsch. Aber so ganz ist es die, ja, von der Form her? Ja. Könnte sein. Ah, diese Fäuste, lustig. Das habe ich auch komplett vergessen. Ah, die Wolke, stimmt. Das habe ich ja vergessen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was da jetzt noch vor Tatanga kommt. Auch mal gleich diese bedrohliche Anfangsmusik von Tatanga nochmal extra. Oh nein, wie unnötig. Okay, ich schaff's jetzt nicht, weil ich bin jetzt zu aufgeregt, weil ich klein geworden bin. Oh, das schaffst du. Nee, schaff ich nicht. Einfach nur aufs Ausweichen konzentrieren. Das ist tatsächlich eigentlich ein sehr guter Tipp von dir. Stark. Kein Problem. Ist gar nicht hingeguckt, wo ich schieße oder mich irgendwie versucht aufzurichten. Nö, das kannst du sowieso nicht groß ziehen. Du ziehst nach vorne, der geht sowieso irgendwie, also eigentlich nur aufs Ausweichen konzentrieren. Mann, das ist echt ein kurzes Spiel. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Das ging ja super fix. Das war, zack, zack. Hast du eine Uhr? Ich guck mal da drauf. Guck mal. 14.40 Uhr. Komm, wir machen noch Hard-Mode. Einen Hard-Mode, den kenne ich nämlich gar nicht so. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen die finale Musik hören. Das machen also wir. Also müssen wir mindestens einmal durchhören. Damit überbrücken wir jetzt erst bis die nächsten 20 Minuten und dann spielen wir den Hard-Mode. Ich bin mir fast sicher, dass ich Super Mario World durch hatte, bevor ich Super Mario Land durch hatte. Oh, wow. Könnte ich mir vorstellen. Aber das dann... Also Super Mario World habe ich halt auch direkt zum Anfang. Aber Mario World war ja 92, das ist ja eine ganze Ecke später bei uns rausgekommen. Naja, ein Jahr später. Und ich habe 2 Jahre später. Also gut, wenn du Ostern 91 Na, deswegen, also ich bekommen Ostern, hast, ja stimmt. 91 und so, deswegen, also für mich war das so eine Ära. Mhm. Und am Ende von Super Mario World laufen ja alle Gegner nochmal durch mit ihren Namen. Ja. Als ich das erste Mal Super Mario Land durchgespielt habe, dachte ich, die Credits, das sind alles Namen von den Monstern. Ach, lustig. Okay. Das ist Harada, was ist das denn? Ob das die Schildkröte ist oder was? Das war aber, Englisch konnte ich natürlich auch nicht, deswegen da kamen nur irgendwelche Buchstaben geflogen. Aber ist das nicht ein schöner Song? Das ist super. Ich finde den toll. Den kann ich also wirklich eine halbe Stunde liegen lassen, gelesen oder so. Ich war dann auch so stolz, wenn man es dann durch hatte. Was bedeutet denn Amida eigentlich? War das vielleicht nur auch noch ein Name? Da waren so mehrere? Ach so, das macht Sinn. Vielen Dank an Taki. Grüße gehen raus. Ja, ich glaube, es war eben auch nur noch mal ein zusätzlicher Name und keine Funktion. Schön. Da sind wir wieder zurück im Jahr 1989 in unserer Kindheit. Wirklich. Gleich sind auch die Batterien vom Gameboy leer, die müssen wir einmal tauschen dann. Da wird das Bild immer heller und man versucht noch so ein bisschen weiter zu spielen, weil es immer... Ach, schön. The End. Auch kurze Credits. Ja, wollen wir reinstarten? Ja. Dann... Quasi gleiche Level, mehr Gegner, ne? Genau. That's it, eigentlich. Und wenn man den durch hat, kann man nochmal quasi auswählen, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt, ne? Genau, dann kannst du, glaube ich, auch die Level direkt auswählen. Also ah ja. Dann hast du Level-Auswahl freigeschaltet. Und alles ist futsch, wenn man den Gameboy einmal ausmacht. Korrekt. So, da konnte man noch... Genau, da kannst du noch nicht speichern. Das kam erst später. Mario Land 2 hatte Speichern dann. Ja, ja, da hatte sie sogar 3 Speicherstände. Stimmt. Obwohl es auch nicht so super lang ist. Hätte man theoretisch auch am Stück durchspielen können. Ja, ja, doch schon. Aber auch mit 100% und so, mit den ganzen extra Level, die man da noch so finden kann. Für mich war Mario Land 2, also ich finde es auch toll, aber im Vergleich zu Super Mario World fand ich das schon auch nicht so toll. So mit dieses Hasenkostüm und so, ich fand das alles nicht so cool wie die Sachen bei Mario World. Ja, also klar. Auch die Weltkarte nicht und sowas. An Super Mario World kommt es natürlich nicht ran. Ich habe es aber schon immer, also ich mochte Super Mario Land 2 halt auch gerne, weil du die Level aussuchen konntest. Mhm. Also es gab gefühlt irgendwie mehr Verstecke. Mhm. Aber ja, es war halt für den Gameboy und dafür war es echt stark. Uah. Ich habe mich immer mal gefragt, also das hier war ja auch ein Riesenerfolg. Es hat sich ja super gut verkauft, obwohl es ja kein
Beipackspiel war, was es ursprünglich, glaube ich, mal werden sollte. Richtig. Bevor sie dann sich für Tetris entschieden haben. Warum sie dann trotzdem gesagt haben, okay, danke für den Job, den ihr hier gemacht habt, aber das zweite Spiel wird konventioneller, das wird eher wie Mario World, eher wie die NES-Mario-Spiele vorher und wir kehren nicht mehr zu dem Stil dieses Spiels zurück. Finde ich komisch. Es gibt bestimmt eine Erklärung dafür, aber schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr es wisst, warum der Stil des Nachfolgers dann so anders war. Ich hatte es für mich immer so ein bisschen erklärt, dass er einfach das so Erstlingswerk und wir probieren mal aus und sind dann halt in die Richtung gegangen und dann für Super Mario Land 2 hatten sie einfach schon ein bisschen mehr Plan, wie man für die Konsole entwickelt. Und das dann kannst du da einfach so ein bisschen mehr rausholen. Aber sie hätten natürlich auch ein Spiel in dem Stil hier wieder machen können mit besserer Grafik und vor allem auch schöneren Goombas. Also sowas wie die Goombas ja, war hier noch so primitiv umgesetzt. Wenn du da runter gehst, müsste ein extra Leben sein. Da zu linken. Ah. Stark. Und schade. Das schneiden wir raus. Okay, dass die mehr Gegner machen, tatsächlich einen Unterschied. Ne? Also ich meine, was halt auch immer sonst machen? Nochmal neue Level oder so? Deswegen das Einzige, was sie machen können, ist dann nochmal mehr Gegner. Jeden dritten Sprung-Input nicht umsetzen. Den Hard-Mode habe ich als Kind aber auch nie gespielt, weil ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Nee, stimmt. Also du siehst es ja eben auch nicht, oder? Nö, du denkst, du bist wieder im Titelbild, da steht aber nicht Hard-Mode oder sowas. Nö, und da war ich, wenn ich es einmal durchgespielt habe, war ich auch froh, dass ich es durchgespielt habe und dann... Gut, mach ich aus. Spiel was anderes. Habe ich zwar ein extra Leben bekommen, aber bin dafür klein geworden. Ja, you win some, you lose some. Aber es ist fairer Tausch. Also, ich weiß auch nicht. Manchmal rutscht man hier so über die Kante. Mhm. Aber das mag auch ein bisschen hier in unserem Setup einfach liegen. Das Gleiche ist mir eben auch passiert. Ich wollte es gerade sagen. Das ist exakt identisch. Oh, das ist aber schön. Also ich mag das immer, wenn man solche Spiele nochmal spielt, wie schnell die einfach so waren, weißt du? Du setzt dich hin, du kannst sofort losspielen, eine halbe Stunde später bist du fertig. Du bist die ganze Zeit am Spielen, guckst nicht zu. Finde es schon toll. Ich weiß schon, wieso ich dieses Spiel auch immer noch mag, abseits von Nostalgiefaktor. Ja. Guck mal, jetzt hast du es sogar geschafft, den Fahrstuhl nochmal zu nehmen. Hab ich das noch gezeigt. Es sind auch mehr Steine, die runterfallen jetzt hier. Oh, wirklich? Ja. Okay, man merkt, du kennst den Hard Mode mittlerweile auch gut. Yeah. Die sind auch normalerweise nicht zu zweit. Dann müssen wir wieder hier auf. Wie ist es eigentlich generell? Wann ist das erste Mario nochmal rausgekommen? 85? Ja, ich meine ja. Das heißt, wir haben nächstes Jahr 40. Jubiläum. Ja. Spannend, was dann da kommen wird. Beim letzten Jubiläum war es ja, glaube ich, das Mario 35, dieses Battle Royale Jump-Run, ja, warum was es auch zeitweise das gab. Wieder weg ist. Ja, ist echt schade. Und wir haben die 3D All-Stars Collection zeitweise bekommen. Das stimmt, es waren alles zeitgeschenkte Sachen. Warum auch immer. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich mit dem Switch-Nachfolger und einem neuen Mario. Dann kommt Super Mario Land 4 für einen Switch-Nachfolger. Super Mario Land 4. Das wäre crazy. Heißt aber dann auch nur Super Mario Land. Oder New Super Mario Land. Aber es gibt... Gibt es, ne? Heißt es New Super Mario Land, ne? Ja, es ist so ein, dieses, so ein Fanspiel quasi. Aber es gibt da... es gibt noch ein... Heißt das nicht New Super Mario Land? Also es gibt doch eins für den DS... Oder 3DS? Das ist New Super Mario Bros., oder? Ach, du meinst Super Mario 3D Land. Ja, genau, ja. Was auch ein tolles Spiel übrigens war damals, mochte das gern. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. Aber das war schon einfach ein anderes Spiel. Ich werde das jetzt nicht unbedingt als Bezugnahme auf das Spiel hier erkannt. Nee, das ist... Aber für mich war es halt so Land. Also World ist natürlich dann... Die Bros-Teile sind auf dem NES. Mhm. World ist auf dem Super Nintendo. Und Land waren halt die Gameboy-Spiele. Stimmt. Und dementsprechend war dann halt das neue Land, war jetzt auch wieder im Handheld. Ja, wobei die Bros ja dann auch alle auf dem... Also mit seit DS-Zeiten... Haben sie dann später aufgereicht, genau, ja. Das hier hätten sie ruhig mal skippbar machen können. Das hast du dann auch sechsmal gesehen, wenn du es zweimal jetzt durchspielst. Ich habe letztens noch gedacht, wenn irgendwas aus Super Mario Land wiederkäme,
Wer ist der Tatanga? Ja, wieso nicht? No, weil der, ich meine, der ist auch in Six Golden Coins, hast du den ja auch nochmal? So, den, ach, stimmt. Deswegen, den könnte ich mir, hätte ich mir auch vorstellen können, so auch bei Odyssey irgendwie. Na, wenn sie auch Pauline wiederbringen, dann können sie auch sowas wiederbringen. In welcher Funktion taucht der nochmal auf in Mario Land 2? Als Boss der Space Welt. Ah ja, stimmt. Und dann weint er, wenn man ihn besiegt, als einziger Boss. Weil man ihn schon wieder geschlagen hat. Oh je, oh Gott. Wie unnötig. Ja, es ist schon ein Spaceship. Oder ein U-Boot auf Stelzen. Das wird sein, plausibler, ja. Ich vergesse mal, kann man auf diese Fischgräten drauf? Ich glaube nicht. Also sie sehen ja wie so Schnapper aus. Ja, irgendwie komisch, wenn man da drauf springen könnte. Hm. Oh. Da war der Pilz. Hier vorsichtig sein. Erst nach oben. Alles einsammeln. Und dann hier sich durch die Öffnung wieder zurücklitschen. Hm. Dann kann man auch hier die kaputt machen. Superball noch mitnehmen. Ich hatte, als ich den Gameboy bekommen habe, natürlich auch Tetris, weil es dabei war, klar. Aber meine Eltern haben mir dazu, ich hatte nicht gleich Super Mario Land, sondern Wizards and Warriors Fortress of Fear. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das war so ein super, super schweres Spiel mit so einem Ritter, der sich in so eine Burg rein und dann da durcharbeitet. Okay. Wirklich wahnsinnig schwierig. Ich glaube, ich habe das nie durchspielen können damals. Und mir dann irgendwann mal einen Let's Play angeschaut oder mit Safe States gespielt. Es ist zweifellos das sehr viel schlechtere Spiel als Mario Land, aber wahrscheinlich dachten meine Eltern, ah, mit dem, da war so ein Ritter drauf, relativ martialisch mit dem Schwert in der Hand. Das wird dem Jungen schon gefallen. Holen wir mal das dazu. Ja, danach hat man ja Spieler ausgewählt, ne? Noch ein paar. Also, das willst du machen. Oder nach dem, was im Club Nintendo Magazin stand. Das stimmt. Ja, ich hatte noch das Gargoyles-Spiel recht früh. Ja, Gargoyles Quest. Ja, aber das war ja auch bockschwer. Also da bin ich nie weit gekommen. Und Quirk habe ich in der Frühzeit immer viel gespielt, falls du das kennst. Ja. Mit der Tomate. Stark. Na! Kannst du noch schaffen. Hammer. So. Bonus. Achso, ja, stimmt. Na, das ist okay. Vielleicht ist der Kollege, der da ankommt, dem gehört vielleicht dieses Raumschiff und du hast ihm das geklaut und dann will er sich gerade bei dir beschweren und du tötest ihn dann dafür. Das könnte sein. Okay. Mario war schon immer ein bisschen unhöflich. Plattform fährt bis da. Bei der weiß ich es nicht. So, da kannst du jetzt links dran. Ach so, ja, okay, ich muss auf die Gegner irgendwie reagieren und dann erst mental verarbeite, was du sagen wolltest. Hat ja trotzdem geklappt. Oh, jetzt wird's schwierig. In einem ist was drin, aber ja, gut, schade. Ich zu lange da aufgehalten jetzt. Aber ein Checkpoint schon erreicht. Hat jeder Level einen Checkpoint, weißt du das? Nee, mehrere, ne? Ja. Da waren sie sehr entgegenkommend eigentlich für die damalige Zeit. Das stimmt, die Checkpoints sind eigentlich recht fair. Aber also wenn du an einer schweren Stelle bist an einer schweren Stelle, dann kommst du damit auch nicht so richtig voran. Aber grundsätzlich sind die eigentlich, also weit zurückgesetzt ist eigentlich nie. Ah, die bösen Seepferdchen. Die sind aber auch gemein. Da kommt der Seepferdchen-Boss doch gleich erst. Ah, ja. Münzen nicht zu unterschätzen für die extra Leben. Das hatten wir eben am Ende 24 Leben oder so. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht nochmal erreichen. Könnte eng werden. Sage ich jetzt voraus. Aber du gehst davon aus, dass wir es nochmal durchschaffen, ja? Du nicht? Ich weiß es nicht. Es gab, also es stimmt. Ja. Ah,
mit mehr Gegnern am Ende könnte es schon schwieriger werden. Also ich könnte mir vorstellen auch, dass wir vielleicht ein Continue dann nutzen müssen. Ist gut, wenn wir das vorher ankündigen, dann ist die Fallhöhe dann auch nicht so, safer. So hoch dann. Jetzt darfst du schon wieder das Uro-Level machen. Das habe ich extra so geplant. Möchtest du es mal machen? Nein, mach du ruhig. Also ich hätte kein Problem, das jetzt abzugeben. Das ist okay. Sei dir gegönnt. Das ist ja jetzt auch schwieriger. Aber ja, ist die Frage, können sie hier in den Leveln wirklich mehr Gegner machen? Weil du ja durch die Projektile immer schon recht viele Sprites erzeugst auf dem Bildschirm. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier jetzt gerade mehr Gegner kommen. Ja, und ein, zwei mehr von diesen Seepferdchen. Ich bin mir da unsicher, ob das stimmt. Guck's dir nachher mal an, machst du direkt den Vergleich. Du machst das VOD und dann springst du hin und her. Wir haben es jetzt beides hier gespielt. Du hast gesagt, eins unter der Lücke. Ja, da. Ja. Also nicht bei jedem, es sind auch noch mehr versteckt, aber die weiß ich nicht auswendig. Irgendwo ist auch noch ein Leben versteckt, aber. Mario. Da ist mir auch so oft passiert, irgendwie, dass ich hängen geblieben bin, dass ich die Lücke nicht groß genug machen konnte, so wie da. Und dann irgendwie ins richtig dumm, jetzt bin ich klein. Ja, aber dann bist du Pilz, bist du ja groß. Außerdem kommst du ja, kannst du auch einfach mal vorbeigehen. Ah, ich besieg den schon. Vielleicht hält der mehr Treffer aus jetzt. Wir sind auch zwei von diesen Kugeln. Stimmt. Die letzten. Naja, das ist okay. Ja, das Hauptsache geschafft. Richtig. Sehr gut. Und nochmal die Prinzessin. Hälfte geschafft. Ich glaube, alle 100.000 Punkte kriegt man ein Continue oder so. Ah, okay. Aber sieht man nur, wenn man wirklich den Mauer geht? Genau. Haben die Punkte jetzt wieder bei Null angefangen zwischenzeitlich eigentlich? Ja, ne? Habe ich auch alles nicht verstanden als Kind. Achso, okay, was? Hä? Ich konnte ja auch kein Englisch. Also, okay, irgendwas steht da und jetzt ist da eine Prinzessin, die wird zu einem. Ja, hast du immer gedacht, Mario verwandelt die Frauen immer in Monster am Ende der Welten? Ja! Yeah. Ah, fängt schon an zu ruckeln. Mach mir doch nicht die Finger schmutzig. Ich schön alleine machen. Weißt du noch, wann Mario dann 2 rausgekommen ist? Nicht. Ich mich jetzt irgendwie auch vertun. Das ist auch schon über 30 Jahre. Ist halt doch 30, glaube ich schon. Ich hätte. Super Mario Land 2? Hm. Wahrscheinlich 93. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Okay. Okay. Das habt ihr alle gesehen, oder? Ja. Richtig gut. Ja, er ist hartnäckig. Ach, darauf ist er wahrscheinlich auf so einem unsichtbaren Block abgehüpft. Auch sowas, was mich als Kind sehr gestört hat. Aber wenn man, die Blume kommt raus und dann wird man getroffen und ist klein. Und wenn man dann die Blume einsammelt, ist es quasi nur ein Pilz. Ach krass. Man geht nur eine Stufe rauf. Wenn du getroffen wirst, wirst du auch klein, ne? Auch wenn du die Blume hast, ne? Das
fand ich auch mal sehr gemein. Fies. Das haben sie ja später auch geändert dann. Ah, mit dem Superball Münzen einsammeln, ne? Ach, toll. Es ist so krass, wenn wir jetzt schon bei den frühen Mario-Spielen sind. Also klar, ich fand das hier toll, aber was für ein Impact Super Mario World damals auf mich hatte, das konnte ich echt nicht glauben, wie toll dieses Spiel war. Ja. So auch wie das aussah und so. Ich war völlig hin und weg. Super Mario World bis heute auch einfach ungeschlagen in vielen Dingen. Nein. Super Mario World habe ich auch. Das war auch mein Spiel. Das habe ich so oft. Und ich weiß noch, wie ich dann auch Jahre später noch, als dann schon N64 und alles da war, gab es dann Wochenenden, wo ich dann so aufgewacht bin an einem Samstag. Ach, ich habe heute nichts vor. Ach komm, machst du heute mal wieder Super Mario World. Und dann habe ich das morgens eingelegt und dann abends hatte ich es dann durch. Alle 96 Exits. Ach so, das wollte ich gerade fragen. So. Ich habe ja oft dann später auch die ganzen Star Road Sachen benutzt, um dann möglichst schnell da irgendwie hinzukommen. Das war auch alles so toll, wenn man verstanden hat, okay, du hast in jedem Star Road Level verstanden, wie der Geheimausgang funktioniert, um das dann alles da freizuschalten und so. Also dieses Spiel, das kann man gar nicht oft genug loben. Vollkommen richtig. Oh, wow. Stark, wieder eine Bonuszone. Achso, ja, die Bonuszone. Mit Glück haben wir jetzt auf 18. Ja, sehr gut. Hammer. Tja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, sehr gut. Powerball. Superball, Entschuldigung. Der Powerball war irgendwas bei Sat.1, glaube ich, früher. Nee, das hat der Superball. Ach, echt? Ja. Der Powerball ist das Lotto in Amerika. Ah, stimmt, du hast recht. Und auf Sat.1 lief endet halt Superball. Oh. Kommt da jetzt die Spitze gleich runter? Weiß man ich nicht weiß es genau. Nicht. Beim Hardmode könnte es sein, aber. Ne, okay. Weil es gibt mehr Spitzen, die runterfallen im Hardmode, so wie die zum Beispiel. Oder die. Kannst mal gucken, ob da ein Aufzug versteckt ist hinter den Blöcken. Ich habe immer Angst, wenn man sich hier so runterfallen lässt, wenn man so schnell in der Bewegung dann verbleibt, dass man dann rechts drüber rutscht. Da ist er auf die Stark. Und damit komme ich in die Röhre? Müsste. Ja. Das sind doch nochmal zwei Leben oder so. Alles einfach. Komme ich noch hoch? Trickshot einfach. So einen Rest lassen wir. Sehr gut. Guck mal, 19 Leben schon. Hey. Du hast die Spinne da hinten erwischt. Sehr gut. Ja, gerade hier mit den präzisen Sprüngen, ne, macht halt ein Gegner mehr oder weniger. Wirklich ein Unterschied. Ah, der wird ja groß. Oh, jetzt sehe ich. Oh, nee. Da bist du jetzt aber auch Rambo-mäßig durch. Hier bin ich eben, glaube ich, gestorben bei dem Stein. Das kann gut sein, ja. Nee, ich glaube, den Level hast du eben gemacht. Kommt das gerade gar nicht so bekannt vor, als ob ich das gespielt hätte. Ja, stimmt, muss, weil... Ach nee, 3-3. Ich glaube, hier sind wir beide immer gestorben, oder? Ja, das kann sein. Ich glaube, hier sterbe ich jetzt auch einmal. In 3-3 sind wir auch beide mal gestorben, deswegen. Ah, die blöde so Kröte. Gut, du machst es jetzt. Ist auch nicht mehr weit. Ich habe kurz gedacht, das fährt dich jetzt da oben in die Stachel rein. Das wäre... Gottes Willen. Hä, hey, bist du gerade respawned nach dem Punkt, wo ich gestorben bin? Nee, an dem Punkt, wo du gestorben bist. Genau da bist du gestorben, wo die Gegner sind ja nicht da. Ah.
Okay, das schaffe ich nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Ach, ich kann mir gar nicht ducken jetzt. Wie ist es bei dem kleinen Mario? Springt er auch höher, wenn man nach unten drückt? Nee, nein, ne? Nicht. Okay. Ganz großer. Das nehmen wir jetzt mal in Kauf. Hauptsache weiter. Jetzt die 3-3 mit den Unsagbaren fallen lassen. Schreibt ihr uns gerne mal in die Kommentare, was euer liebstes Super Mario Land Spiel ist und was ihr vielleicht noch für Erinnerungen habt an das Spiel, was wir hier heute spielen, die wir jetzt nicht hier so angesprochen haben, oder wenn ihr noch irgendwelche geheimen Blöcke kennt, die wir hier ausgelassen haben, dann schreibt uns das gerne auch. Das würde uns freuen. Voll. Versteckte Aufzüge oder so. Ja, ich glaube, wir können auch an der Stelle jetzt auch sicher sein im Video gerade, dass wirklich nur noch die Hardcore-Fans zuschauen, da wir ja schon unseren zweiten Durchlauf machen. Das heißt, du da draußen kennst auf jeden Fall noch irgendwelche Tricks und Kniffe, die wir hier gerade nicht gezeigt haben. Du weißt auf jeden Fall Bescheid. Okay, 19 Leben. Ich glaube, hier ist sogar noch eine. Stark. Ach, und hier sind wir eben beide mal gestorben. Genau. Okay. Ist ein bisschen witzig, hier wo wir sitzen, hört man die ganze Zeit Anton nebenan so quatschen. Ich komme mir vor, als würde man so in einer zu hellhörigen Wohnung zu Hause auf der Couch sitzen, gerade spielen und die ganze Zeit denken, oh, können die Nachbarn mal die Fresse das halten? Ist wirklich so. Kannst du dir vorstellen, das zu Hause zu haben? Naja, ich hab schon in hellhörigen Wohnungen auch mal leben müssen. Ja, so laut? Naja, nicht so laut. Schaffst es. Du wirst deinen Trauma überwinden an der Stelle. Gieße. Ah. Oh, okay, gut. Puh, okay, gut. Ja, Superball ist hier sehr dankbar. Oh. Trickshot. Ja, du machst sie mit Schießen weg, ja? Ich kann ja mal schießen. Also es ist so selten, dass ich hier mit Superball bin. Ah. Jetzt kann ich nicht viel aushalten. Oh, schon was. Ah, stark. Ah, okay. Kindheitstrauma besiegt. Okay, letzte Welt steht an. Die schaffen wir jetzt auch noch. Mhm. Jetzt darfst du dich mit den Zombie-Asiaten rumschlagen. Oh ja, stimmt. Aber ich sterbe natürlich sofort, damit ich am Ende wieder Level 4-3 dann spielen kann. Es gibt so diesen einen Musiker, der gerne mal auf der Gamescom ist, der nur mit dem Gameboy Musik macht. Mhm. Das ist halt, der Soundchip war halt echt gut. Ach, schade. Das passt schon, 21 Leben. Sollte. Ja, die kommen nämlich trotzdem raus. Wollte ich gerade sagen, die kommen trotzdem. Oh Gott, die sehen jetzt noch mehr von denen. Gut, dass du kommen das dann hast. 5 am Ende statt 3. Wahrscheinlich. Okay, das Ding fährt bis da. Ah, schade. Ungünstiges Pattern. Stark. Das ist wirklich nicht immer gleich, ne? Nee, es ist halt, die fangen halt an, wenn du dahin scrollst. Alter! Ja. Da merkst du, da kommt die Panik. Ich bin noch in der falschen Blickrichtung. Oh Gott, ich stehe da mal wieder auf. Ja, exakt das. Stark. Nee, die Plattformen fangen halt an, wenn sie ins Bild kommen. Und dann ist, wenn die andere davor halt gerade an einem ungünstigen Punkt ist, dann ist es so. Ich glaube, deswegen haben sie halt auch nicht auf denselben Zyklus gemacht. Mhm. Dass du im Zweifel halt wirklich warten kannst, bis es wieder ein bisschen besser ist. Aber es dauert halt teilweise echt lange.
komisch, dass die einen hochschieben und nicht treffen. Also klar, die sind oben nicht spitz, aber dass die wirklich so ein unterschiedliches Verhalten dann programmieren für Gegner, trifft einen von unten. Okay, jetzt kann ich nicht mehr schießen, ne? Nee, nur ein Schuss auf den Bishop. Aber irgendwann despawnen wir, ja. Die Katzen und ihre Fische. Also es ist manchmal so ein bisschen verzögert, wenn du versuchst, dich schnell hintereinander umzudrehen. Ja, nimm ich mit. Ja, die 1000 Punkte kannst du nicht. Die wollen wir haben. Gut. Na komm. Ja, warum nicht? Nimm mit. Okay, fährt bis da. Gut. Nein. Ich wusste, dass ich da sterben würde. Ich habe in der Sekunde, wo ich da war, habe ich gedacht, ach Gott, das ist die Stelle, die ich eben schon als so schwierig wahrgenommen habe. Da musste ich sie zum Glück aber nicht machen. Gleich mit den 5. Oh Gott, das will. Oh. Nein! Oh nein. Okay. Das sind die fairen Checkpoints. Das stimmt. Gut. Hängt denn das Leben da oben? Na, okay. Ach doch, wo war das nochmal? Das war auf der anderen Seite von den Blöcken. Egal. Brauchen wir nicht. Genug. Ist die Schildkröte neu da? Die ist neu da, ja. Glaube ich, wobei. Oder hat er nicht beim letzten Mal getroffen? Okay, jetzt muss ich hier einfach durch. Ja, einfach durch. Hä? Da wird es ganz schön langsam. Wie hast du denn die... Wie sind denn jetzt diese beiden gestorben? Ich glaube, ich bin im Vorbeifliegen draufgesprungen. Ja, aber dann sterben die ja nicht. Ach ja, stimmt. Waren sie selber so irritiert davon? Das ist, ja. Ja, es war einfach zu viel los. Spiel gesagt, nee, komm dann. Weg damit. Na gut, es geht vielleicht gar nicht so schlecht jetzt an der Stelle. Ich bin mal gespannt, wie viele Gegner jetzt hier auftauchen. Ja. Boah. Stark. Boah, da kommt. Die obere Route auf jeden Fall dankbar. Das stimmt. Ich glaube aber normal kommen da unten keine Pflanzen raus bei den Röhren. Die sind jetzt im Hard Mode, oder? Du bist getroffen worden. Gar nicht voll was? Von dem Goomba, auf den ich draufgehört habe? Ja, toll. Okay, jetzt wird's schwierig. Oh. Okay, was zur Hölle? Ach, na ja, okay. Ist das von vorne gerade? Nein, nein. Ach so, ich hab schon gedacht, jetzt muss ich unten lang. Ja, genau, die von oben kommt trotzdem raus. Na, ja, das habe ich in der Sekunde gerafft, als ich dann da unten stand, dass es nicht so schlau war. Voll. Ach Mann. Das ist eine schwierige Stelle jetzt hier.
Ich habe mir auch nicht gedacht, dass man die durch draufspringen töten kann. Nee, es ist auch gerade mehr Zufall, dass ich das geschafft habe. Oh, yeah, yeah. Willst du das Ding nicht einfach ignorieren? Ja, komm, ja. Hier war der Stern drin, ne? Nein! Ah, der ist so wichtig an der Stelle. Der ist neu. Gut, dass hier oben keiner ist. Ah, das war falsches Timing. Hätte ich ruhig noch warten müssen. Ah, wir sind da. Du willst doch nur, dass du 4-3 diesmal spielen kannst. Also, okay. Ja, manchmal ist wieder die Lösung, ne? Einfach durch. Gar nicht groß drüber nachdenken, einfach drüber. Durch und drüber und fertig. Weite Sprünge. Nein. Ja, schade. Oh. Ich wollte natürlich gleich drauf springen, was ging nicht. Ja. Ja, diese Schildkröten, ne? Ist auch irgendwie vom Design her. Allein was die. Was? Wo kam der denn her? Das ist ja assi. Auch aus dem Nichts. Einfach nur eine Rakete. Wahnsinn. Was wolltest du sagen mit den Schildkröten? Die Schildkröten-Designs, wenn du die mal genauer anguckst. Ich meine, das ist ein schwarzer Bobbel und dann ist da oben so ein weißer Kringel. Mehr ist es ja nicht. Jetzt wollte ich gerade einen Wandsprung machen, jetzt von da aus auf den Block zurück. Aber es ja. Geht hier natürlich noch nicht. Guck mal, du darfst 4-3 ja! machen. Ja, stimmt. Ich weiß aber noch, jetzt ganz viel Mario Galaxy gespielt habe. Und dann habe ich danach nochmal Mario 64 eingelegt. Dann habe ich angefangen, mit dem Controller zu wackeln, weil ich den Spin machen wollte, weil der sich so natürlich integriert hat ins Gameplay. Ja. Schub mal. Es gibt diese leuchtenden Rauten, ne, als Gegner. Die kann man in der Tat auch kaputt machen, aber die halten sehr viele Schüsse aus. Die leuchtenden Rauten? Ja, pass auf. Also es gilt als Gegner, aber es ist quasi eigentlich nur ein Hindernis hier. Die da. Ach so, die habe ich nie kaputt gemacht. Lass ruhig einfach. Oh Gott. Die halten halt echt viel aus. Man denkt irgendwie auch so, wenn man die zerschießt, zerspratzen sie in so ein Ding, was in vier Richtungen fliegt, aber machen stimmt. Die gar nicht. Nee. Das wäre, glaube ich, zu aufwendig gewesen zum Programmieren. Jetzt haben wir das gleich zweimal durchgespielt in so einer kurzen Zeit. Früher habe ich immer gedacht, man hat voll das große Abenteuer hinter sich gebracht, dass man das durchgespielt hat. Ist ja auch sehr abwechslungsreich, ne? Es wird einfach viel erlebt in den Minuten. Und endlich habe ich den Hardmode auch mal komplett gesehen. Den habe ich, glaube ich, auch in meinem Leben noch nicht durchgespielt bisher. Ist jetzt noch Gegner gekommen? Gleich kommen noch die konischen Fäuste, die nur da auftauchen. Ich glaube, die sind aber ein Callback zu den Händen aus Super Mario Bros. 3. Ah ja. Da hast du ja auch kurz vor dem letzten, vorletzten Level gibt es ja die berühmt-berüchtigten Hände, die dich da runterziehen können. Okay. Ach! Okay, die ist neu. Die ist wirklich neu. Oh nein! Oh, willst du nicht den Boss gern auch mal machen? Du darfst ruhig. Gerne, ja. Ist das okay? Ja, klar. Die Faust kam aus dem Nichts. Die hat mich dann verunsichert. Stark. Och. Das ist mir, glaube ich, eben auch passiert. Kleiner Tipp von mir, einfach nur aufs Ausweichen konzentrieren. Ah, das ist ein guter Tipp. Was ist der Unterschied jetzt hier? Sind die schneller? Ist da ein Unterschied? Ich glaube, du triffst ihn nicht, oder? Doch. Nee, noch nicht. Ja, nur wenn die... Ich halt durchkomme, ne? Jetzt. Hart.
Mode. Geschafft. Und Time. Ach, schön. Schön, dieses Abenteuer. Ja, das war der Hard Mode noch von Super Mario Land. Wir müssen noch mal einmal kurz jetzt die Abschlussmusik hören. Ja, die müssen wir hören. Können wir gleich Level. Du kannst das letzte Level ja auch noch mal machen. Wir haben jetzt Level-Auswahl freigeschaltet. Das stimmt, aber ich habe es ja eben schon mal gemacht. Aber ich gucke mir das gerne noch mal an jetzt, weil ich weiß nicht genau, wie die Level-Auswahl aussieht. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Bist du sicher, dass das überhaupt stimmt? Gerüchten zufolge, vielleicht hat sich das auch irgendwie ausgedacht. Hat nie jemand durchgespielt in Hardmode, wir sind gerade die Ersten. Wahrscheinlich. Aber vorher noch einmal den Abspann muss man fertig gucken wahrscheinlich, ne? Ich glaube, wir könnten auch starten bei... Ich meine, es ist tolle Musik, die will ich gar nicht unterbrechen, aber es könnte sein, dass man sie unterbrechen kann, wenn man Start drückt. Wie fandst du es eigentlich früher? Es gab ja viele Spiele auch so in der Game Boy oder NES-Ära, die haben dann ihre Credits gehabt und danach musstest du diese Konsole ausschalten. Hm. Du konntest gar nicht mehr mit Start wieder zurückspringen. Ich fand das irgendwie immer ein bisschen seltsam. Das war immer ein bisschen schade. Aber irgendwie so, also... Ja. Ja. Also das, der Endbildschirm von Super Mario World war dann auch immer, es tat dann fast weh, auf Reset zu drücken, wenn dann so das Thank you, die drei stehen da und ach schön und dann, jetzt muss ich aber Reset drücken. Aber sowas wie A Link to the Past hat dann auf Super Mario, auf dem Super Nintendo dann ja trotzdem gespeichert, meine ich. Also es hat schon registriert, dass du es durchgespielt hast und hat dann quasi einen Speicherpunkt gesetzt. Auch wenn es natürlich nichts gebracht hast, weil du hast es durch, aber du kannst quasi für 100% nochmal reingehen. Dann stand es wieder in der Pyramide, glaube ich, mit dem Loch im Boden. Mm, genau. Ja, aber das war noch so ein anderes Spiel, ne? Ich meine, das fing dann ja erst an überhaupt, dass man speichern konnte. Ja, das war stimmt. NES und so, da hast du ja noch oft genug, wir lassen die Konsole jetzt mal ein paar Stunden lang laufen, weil morgen darf ich weiterspielen, aber ich kann nicht speichern. Hat man halt gemacht, ne? Ich denke gerade zurück an Super Mario Land 2. Verschiedene Speicherstände. Nein, der B-Speicherstand ist der von deiner Schwester. Aber ich wollte auch nochmal einen Easy-Mode starten. Ja, okay, dann. Ach, schön. Schön. So. Jetzt die Level-Auswahl, die angebliche. Ach, guck mal, Tatsache. Ja, okay, sie ist nicht so spektakulär. Aber Select wie? Vielleicht? Select könnte. Nee. Links, rechts? Ja, so naheliegend. Wahrscheinlich mit. Okay, das ist das Demo-Play. Warte mal, B ist ja dann hier, ne? Probier's mal mit B. Nee. Mit A? Ach, guck mal, mit A kannst du durchschalten. Nice. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle Level ja zweimal gesehen. Vielen Dank, Matthias, dass du dich heute für die große Mario Land Geburtstagsfeier hier eingefunden hast. Sehr gerne. Vielen Dank auch dir. Ja, sehr gerne. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne eure Gedanken und Erinnerungen zu Super Mario Land hier in die Kommentare. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns beim nächsten großen Videospiele-Geburtstag hier wieder. Bis dahin, vielen Dank und tschüss. Tschüss.